Die Stimmung war gut in Albi, der Stadt von Rue Toulouse-Lautrec. Dem großen Maler war die Ausgangsetappe für die 122,5 Kilometer. Gute Stimmung, außer bei Danny Stamm. Er wurde gestern aus dem Rennen genommen, weil er ja den Support für Demi Vollering geliefert hat. Der war zu gefährlich. Demi Vollering haben wir hier, wurde zurückgebracht ans Feld, aber vorbei an allen Teamfahrzeugen, was viel zu viel Gefahr war. Hier, das ist das gepunktete Trikot um die Bergbeste mit natürlich der guten Stimmung bei Yara Kastelein. Die Trikots sind aufgereiht, als es zu früher Stunde losging. Natürlich auch mit Lotte Kopecky konzentriert vor dieser Etappe. Da ist man in Albi nach Blagnac, 122 Kilometer, ohne große Schwierigkeiten. Deswegen erwartete der größte Teil ein Finish für die letzten Sprinter, die noch eine Chance suchen, zu einem Etappenerfolg zu kommen. Einige Berge waren dabei, allesamt der vierten und niedrigsten Kategorie. Vier Stück mit einer Sprintwertung gegen Ende und dann flach das Ziel mit einer langen Geraden nach Blagnac. 71,8 Kilometer vor dem Ziel. Agnieszka Skalniak-Sojka vom gestern siegreichen Canyon SRAM Racing Team, die Polin vorneweg. Und es kamen dann noch Emma Norsgaard dazu, die sich mit Sandra Alonso aufgemacht hat, nach vorne zu kommen. Die ersten Attacken kamen von Lissy Zeignen, aber vorne hatte man eine Minute Vorsprung und der Kampf war eröffnet. Wer fährt die Lücke zu? Lil Trek, die bisher noch nichts erreicht hatten bei der Tour de France, Femme Avec Swift mit den einzelnen Attacken, auch von FDJ Suez. Und es ging um sie, um Charlotte Kohl. Das Team DSM Firmenich auch bisher ohne Erfolg. Dann der Sturz mit großen Folgen, der Sturz von Veronica Evers vom EF Education Tipco Silicon Valley Bank. Team, die wieder zurück aufs Rad kam, genauso wie auch das gepunktete Trikot. Das gepunktete Trikot von Yara Kastelein war zu dem Zeitpunkt aber nicht in Gefahr, aber sie musste natürlich zurück ins Peloton. Das Peloton reduzierte die Geschwindigkeit, was auch die Möglichkeit gab, für die Sprinterin vom Team DSM, für Charlotte Kohl auch wieder zurückzukommen. Vorne machte man gute Arbeit um sie hier, um die Polin, um Agnieszka Skalniak-Sojka, genauso wie Sandra Alonso und Emma Norsgaard. Hatten einen Vorsprung von 1,33 bei der Sprintabnahme und hinten ging es noch um die verbleibenden 15 und 10 und folgenden Punkte. Die holte sich Lotte Kopecky 15, Ashley Momer-Pasio 10. 10 Kilometer waren es noch und es war auf 20 Sekunden runtergeschmolzen. Der Vorsprung schon Toulouse im Blick, aber man endete ja in Blagnac, einem Vorort von Toulouse. Emma Norsgaard vorneweg. Hinten musste Sandra Alonso, die Spanierin, jetzt schon reißen lassen. Und so waren es nur noch zwei vorne. Es schien so, als ob die Sprinterinnen dieses Mal mit ihren Teams Erfolg haben könnten, als es reinging in diese Schikane. Das war noch eine sehr, sehr gute Führung der Polin. Hier stürzte dann aber Elisa Balsamo und zog einige vom Feld mit, was aber vorne keinen Schaden nahm. Vorne war die Fahrt dann frei für, ja wen? Für die Ausreißerin oder für die Sprinterin. Emma Norsgaard zog dann an. Gute Sprinterin, einstmals wie sie war, nutzte sie ihre Qualitäten. Agnieszka Skalniak-Sojka konnte nicht mehr folgen und die Dänin auf und davon. Das Feld kam nicht mehr heran. Charlotte Kohl links drüben gewann zwar den Sprint aus diesem Feld vor Lotte Kopecky, die wiederum enttäuscht war. Der Sieg ging ihr wieder durch Lappen, aber Emma Norsgaard schaffte den zweiten Sieg für das Team Movistar, nachdem Aliane Lippert, die Deutsche, schon die zweite Etappe gewonnen hatte. Flotte Makaay, Gratulantin und natürlich der Rest des Teams ließ nicht auf sich warten, um das nächste Husarenstück bei dieser Tour de France Femme Avec Swift zu feiern. Wieder eine Ausreißerin, wieder den Sprinterteams ein Schnippchen geschlagen. Noch einmal von oben Charlotte Kohl, die bessere, aber die Enttäuschung ist Lotte Kopecky anzusehen, die schon einmal einem Movistar-Trikot nachsehen musste. Kopecky, Voss auf der 4, Soraya Paladin auf der 5 und Skalniak-Sojka, die das Ganze initiiert hat, diese Ausreisergruppe, kam noch auf den 10. Platz.
Lotte Kopecky bleibt im gelben Trikot, wie schon von Beginn an dieser Rundfahrt, vor Ashley Moimampasi und Annemiek van Vleuten, so jetzt das Gesamtklassement. Am Berg änderte sich auch nichts, weiterhin Jara Kasselein im Bergtrikot, das Punktetrikot auch auf ihren Schultern, Ashley Moimampasi trägt es ja stellvertretend. Weiter Vorsprung für die Belgierin vom Team STWorks, Lotte Kopecky also in Gelb und in Grün. Aber dann, die Etappe, auf die alle warten, startet am Samstag. Die vorletzte, es geht auf den Tourmalet, Bannière de Bigorre. Aber es ist ja vorher auch noch der Col d'Aspin, Berg der ersten Kategorie. Dann hinunter ins Tal und hinauf auf über 2100 Meter. Hier diese schwere Bergetappe. Wird morgen das Gesamtklassement neu gemacht? Das ist die große Frage, die wir dann beantworten. Erstmal starten wir aus Toulouse, der Stadt des Airbus, in diese vorletzte Etappe. Bis dann.